alle Leute, die behaupten, der E36 ist eine Schrottkarre. Ne? Weil es gibt manche Leute, die sagen, also behaupten, dass der E36 eine Schrottkarre ist. Ne? Nun, das Video ist speziell für euch. Die denken, dass der E36 Schrott ist. Und zwar, nun, also, die meisten Leute, ne, die behaupten, dass der E36 Schrott ist, ne, das sind eh nur die Leute, die auf Neuwagen stehen, ne, mehr so auf neue Modelle stehen, ne, wie neuen Mercedes, ne, neuen Audi, AMG, ne, oder Beispiel, die denken, Ferrari, ne, das schnellste Auto. So, und jetzt werde ich euch mal erklären, was die Tatsache ist. Meine kleinen, süßen, dummen, unterblickten Leute. So, die Sache ist nämlich ganz einfach die. Und zwar, naja, der stärkste Motor des E36, der 3,2 Liter, 321 PS M3-Version. Der stärkste nicht M3 ist der 328er mit 139 PS. Ne? Also auch für die ganzen Alltagsfahrer relativ viel. Ne? Deswegen, was für Schrott. Ne? Nun, für alle Leute, die denken, dass Ferrari besser ist als ein E36 BMW. Für alle Leute, für alle Frauen, die denken, dass der Ferrari das schnellste, beste Auto ist, viel besser ist als ein E36 BMW. Für euch ist dieses Video. Denn in diesem Video werde ich euch die Wahrheit zeigen. Die Wahrheit beweisen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das Video ist für euch. Und zwar, Beispiel. Ein Ferrari kann man nicht Leistung steigern. Von einem Ferrari sind die Motoren zu. Ein Ferrari ist so gebaut, nicht leistungsgesteigert werden zu können. Beispiel, aber in einem BMW, in einem E36, genauso auch in einem E46, oder E92, E39, E34, egal. Aber wir reden jetzt von BMW, ne? Von E36. In einem E36, ne, kann man entweder einen neuen Motor reinbauen oder man kann den Motor Leistung steigern. Hochverdichtet mit Turbo, mit Ladeluftkühler, mit Ladedruck. Hochverdichtet aufgebohrt. Ne? 800 PS standfest. 1400 PS Maximalkraft vom M3. Der 328er Beispiel hochverdichtet immerhin auf 600 PS. Ein Ferrari, der 400 PS hat oder 500 PS hat, kann man nicht Leistung steigern. Er ist so, wie er ist. Und deswegen habe ich euch etwas zu zeigen. Und zwar, ich werde euch jetzt zwei Videos einblenden, wo ein E36 BMW, ne, Ferrari besiegt. Ist nicht falsch verstehen, jetzt Beispiel für einen M6 Zehnzylinder hat oder Audi R8 oder Lamborghini. Beispiel, die Zehnzylinder, die kann man über 1000 PS hochverdichtet standfest bauen. Aber wir reden jetzt von Ferrari. Ferrari oder Maserati, die beiden, die kann man nicht Leistung steigern. Die Motoren sind zu. Die sind dafür nicht gebaut, um verändert zu werden. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal zwei Videos, wo ein E36 BMW leistungsgesteigert Ferrari besiegt. Ende aus Mickey Mouse. Der E36 ist eine Legende und ist keine Schrottkarre. The car sounded like a shisha. You know, shisha, the one in the small, the Middle Eastern hookah.
Yeah. Is it smoking a lot? It sounds like it. Is it smoking a lot? Is it? I guess some fucking one of my pictures next to you. You know, like the spy hunter, the game? Yeah. Spoil snake? Let's go, take off. Ihr habt gedacht, der E36 BMW ist eine Schrottkarre? An alle Ferrari-Fans. An alle Italiener.